Das ist ein finsternes Klingen. Nehme ich mal nicht so viel mit. T-Shirt, Hose, Schuhe. Heilung, Essen. Kennen wir schon. Machen wir noch. Ja. Danke, Claudia. Also ich finde Keks und Bier als Mischung ganz cool. Keine Coke mehr hier. Bin gleich wieder da. Janni, spielst du noch was anderes neben DBD? Ja, aber wenn du so viele Stunden reingehauen hast, ist das auch so Main Game, ne? Bitte jetzt wieder am Wochenende. Okay, wir gehen rein. Oha, das ist anders, ne? Geil in dem Sinne, weil das gab es damals nicht so oft in den Games. Oh, du Hund. Ja, genau. Du triffst mich genau durch die Box durch, ne? Alter. Hab nur HP verloren. Wieder Blutung. Hab dich gesehen. Ich hab ihn hinten einmal getroffen. Warum schläft die Spinne? Ach komm, gib mir doch einfach die Pumpe, ey.
Vater meiner erkundet Ebene? Okay. Hören Sie mal. Warum macht ihr mal Einzelschritte? Alter, ich habe noch eine Waffe, ne? Weil die Munition habe ich leider nicht. Kann sich ja vielleicht nochmal ändern. Nehmen Sie einfach mal pro forma mit. Da haben wir die Muni. Ich will nicht das Klebeband, Mann. Die Brandmuni, deswegen brennen. Danke, Koala. Schieb ich mir in die Nase. Engine Horror Games Survival. Ja, sehr gut. Ne? Ich finde das gut mit breit aufgestellt. Also ich finde das, ne, ist bei mir ja nicht anders. Ich spiele alles Mögliche. Das ist auch so ein Favorite-Ding hier. Kann ich aber nicht sehr auf dem Stream bringen, weil das interessiert nicht viele. Leider. Ist ja noch einer. Aber dieses Spielschild finde ich sehr witzig gemacht. Geh doch drauf. Ich habe schon wieder eine Infektion. Nein, wie habe ich mir die Nähe geholt? Das Optionsmittel. Das ist genau das, was wir brauchen dafür. Hab ich eine Sahne, echt. Dass hier einfach so rumliegt. Drachenatembrandmunition. Ich habe einen zu kleinen Rucksack. Wie soll ich denn alles mitkriegen? Zigaretten brauche ich nicht. Thermalgranate brauche ich auch nicht. Die Munition habe ich jetzt gar nicht eingesteckt. Obwohl sie hier reingehört. Och man. Jetzt habe ich die. Hätte ich mal mit rüberziehen sollen, ne? Guck mal hier so. Kann ich hier auch den Lauf laden? Kurz was essen. Finde ich auch, Jan, finde ich auch. Und gerade dieses Spiel bietet hier echt so eine Fülle an Möglichkeiten. Antibiotikum! Ich muss das unbedingt mitnehmen. Wie gesagt, es hat so ein leichtes Tarkov-Setting, ne? Mit Waffenlooten. Gucken, was am besten passt. Ausrüstungsmäßig. Zustände, alles. Ey, das macht richtig Bock. Nicht gut. So, komm, ich esse das jetzt auf. Und wenn ich verhungern muss, ich will aber nicht verhungern. So, guck mal, was du noch mit bei hattest. Muni. Kleine Puste mit Laser. Treffsicherheit 90%.
Sind ja immer noch nicht drin, ne, im Labor. Ja, der Autodog ist leer. Schade. Aber noch keine Ahnung, wo es reingeht ins Labor. Shit. Ich muss gegen Blutungen tun. Brennen im Kopf. Bestimmt Schmerzmittel für, oder? Fraktur. Andi, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut, erhol dich gut und hau rein, ne? Wir hören uns. Oh, ich habe es eine ganze Zeit lang gespielt, Riani, also Tarkov. Eigentlich ein geiles Game, aber seitdem mit den jüngsten Vorkommnissen, was die da gegenüber der Community gemacht haben, würde ich sagen, ja, das Game installiere ich jetzt gar nicht mehr. Wollte eigentlich nur einen Wipe aussetzen. Aber nee, das finde ich echt schwach. Wenn die so über die Community denken. Eine Weste, cool. Oh, Nachladedauer minus 2 Runden. Das ist natürlich krass. Ich nehme erstmal den Helm mit. Also du kannst bestimmt später auch bessere Ausrüstung kriegen, Koala. Aber wie gesagt, das Game kenne ich noch so gar nicht. Und mal, was ist hier für Muni drin? Auch normale Muni, sehr gut. Nehmen wir mit. Thermalgranate. Söldnerration. Also ich kann mich auch überfressen? Also er nimmt immer Munition, aber ich weiß nicht wohin. So, suchen wir mal den Laboreingang. Ah, wahrscheinlich, ne? Warte mal. Das ist, glaube ich, Muni, die ich nicht tragen kann. Größe 3.